Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lost Odyssey. Während wir in der letzten Folge übelst verarscht worden sind, suchen wir jetzt mal ein bisschen rum. Und werden heute auch wieder verarscht. Klasse. Klasse. Ich gehe gerne irgendwo, wo nichts ist. Ja, das ist mein Hobby. Ich gehe gerne in leere Räume. Bin gerne einsam, ja. Hier kommen wir nicht vorbei, ne? Aber vielleicht sollten wir mal runterfallen. Vielleicht ist unten irgendwas. Ja, ist doch gut. Ich weiß, dass da ein Gegner kommt. Was seid ihr denn für Dinger? Du kannst ja knicken, ich bin weg. Aber sowas von. Na toll, die dürfen anfangen. Hey. Das hat mich getroffen. Und schon wieder. Oh, oha. Vielleicht nächstes Mal. Gut, dann Heilung bitte, Ming. Ich weiß, du machst das ja so gerne, ne? Springen wir einfach mal hier runter. Ah, habe ich mir fast gedacht, ey. Drecksding! Oh, Erdos. Cool. Gutes Ding. Drachentränen. War das ein Schwert? Nee, war leider kein Schwert. Das sah nur so aus. Schade. Okay, wie komme ich jetzt da ran? Irgendwie muss ich da rankommen. Ich weiß nur nicht wie. Es sieht aus, als könnten wir es schaffen. Und nicht schon wieder ihr. Ihr seid doch die nervigsten von allen. Arschloch. Ich bin weg. Ich hasse euch. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich gerade erst geheilt. Naja. Okay, wir brauchen also irgendwas, was runterkommt. Und ich denke mal, wir kommen da diesmal nicht lang. Warum nicht? Da ist kein Zaun. Ah, leck mich halt, ey. Leck mich fett. Hier oben muss irgendwie eine Kiste sein, die wir vielleicht runterwerfen können. Hör, wir sind auf der anderen Seite. WTF? Warum? Ich will es gar nicht wissen. Ich werde hier nur verarscht, ey. Ich werde hier von der ganzen Gegend verarscht. Okay, wir haben irgendwas ausgeschaltet. Ich glaube, hier sollte mal ein Fahrstuhl sein. Oder vielleicht müssen wir den rufen. Okay, ich verstehe, ich verstehe. Ach, shit. Wir müssen den Knopf hier trotzdem irgendwie betätigen, ne? Ich glaube, das ist der eigentliche Sinn des Ganzen, was wir hier machen. Nur wie? Nein! Och, leck mich doch, ey. Warum? So, kommen wir jetzt drüber. Wäre echt nett, oder? Gibt es hier irgendwas zum Runterschubsen? Oder hier ist eine Leiter? Warte kurz.
Aha. Na toll, ich bin gerade weitergekommen und dann kommen wieder so eine Kackbratzen. Die meinen, hier einen auf Decken zu machen. Machen wir sie fertig. Das ist ja echt eine. Ne, 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 ne. Och nein, nicht ihr. Ihr seid viel zu schnell. Ah, komm. Felsen gilt. Ja, ich muss die ersten drei abwarten. Sollen die mich schlagen? Oder einfach, ist einfach lassen. Ach, Mann. Ja. Das staunt ihr, wa? Da habe ich mein Leben zurückbekommen. Einer hat mich verfehlt, einer hat mich geschlagen, der andere geheilt. Also, ich würde sagen, Gleichstand. Okay, ich verstehe. Aber was ist das hier? Ist das jetzt die komplette Abkürzung oder was? Nee, echt jetzt? Oh, ich werde hier verarscht, ey. Ich hasse diesen Ort, ey. Ich hasse ihn so dermaßen. Ich könnte die Krise kriegen und das Kotzen. Los, gib mir her den Scheiß. Hä? So eine Kiste. Ich will die Kiste haben. Okay, würde halt nichts bringen. Gut, verstehe ich. Was soll ich denn hier machen jetzt? Ich muss irgendwie an den Schalter rankommen und irgendwas runterwerfen. Damit das hier wahrscheinlich kommt. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Ich hasse dieses verdammte Level. Soll es doch in der Hölle schmoren, ey, ganz ehrlich. Geschafft. Vielleicht ist hier oben irgendwo eine Kiste, die ich runterwerfen kann. Oder irgendetwas. Hier ist nichts. Ah, ist doch echt eine bittere Kiste, ne? Wo ich mich ehrlich gesagt um eine Kiste freuen würde. Die könnte ich wenigstens schieben. Wenn ich hier lang laufe, komme ich auf die andere Seite? Natürlich nicht. Das würde so einiges ersparen. Die andere Seite befindet sich sowieso da hinten, ne? Mein Gott, ey. Wie komme ich da nochmal hin, ey? Ich drehe hier durch. Kommen auch die ganze Zeit noch Gegner, ne? Die noch nerviger sind. Ja, wenigstens sind die langsam. Da komme ich wenigstens gut weg. Von daher ist das so in Ordnung. Sei euch gestattet. Danke. Das ist ja echt crazy, ne? Ach, mein Gott. Oder ist da unten irgendwas, was ich verwenden kann vielleicht? Habe ich nicht richtig geguckt? Dann dachte ich, das wäre das Rätsel gewesen, ne? Aber Pustekuchen, ey. Pustekuchen.
Nee. Mir ist absolut rein gar nichts. Ah. Da ist irgendwo eine Station mittendrin. Runtergehen bringt auch nichts. Oh, ich hasse diese Dinger. Ich hasse sie abgrundtief. Der zweite Fahrstuhl. Ah, denk nach, Seroman. Denk doch einfach nach. Zweiter Fahrstuhl. Du hast dich am Anfang gefragt, wo der zweite Fahrstuhl hinführt. Kami. Kami, fleck mich am Arsch. Ah. Auch noch die Dinger, ne? Ja, die gehen mir sowas von auf die Nerven. Ja, ich bin vor euch dran. Wir werden jetzt langsam und behutsam über die Dinger hier gehen. Nicht runterrutschen. Ich find's im... Ich wollte gerade sagen, ich finde es immer noch überraschend, wie ich das eine Mal einfach drüber gelaufen bin und einfach nicht gecheckt habe, dass ich da runterfallen kann. Und jetzt kann ich da plötzlich nicht mehr rüberspringen, weißt du was? Das ist mir egal. Ja, das ist mir nämlich sowas von egal. Die verarschen mich, ich verarsche sie zurück und nehme ihre Verarsche zum Rüberkommen. Ja, so einfach geht das, Freunde. Hast du dich anders entschieden oder was? Hä? Geht doch. Der große Stab gibt mir sowas auf den Zeiger. Wieso gibt es nicht immer einen Fahrstuhl einfach zum Boss hoch, hä? Ich meine, irgendwie muss der doch da hochgekommen sein, oder nicht? Er kann doch nicht diesen verdammten Weg gegangen sein, hinter sich erstmal alle Fallen aufgemacht haben und alle Rätsel aufgestellt haben und die sich dann denken, ja, heute Abend, wenn ich Feierabend habe, stelle ich das wieder aus und morgen früh stelle ich es wieder an. Das ist doch so scheiße, ey. Ich hoffe, das ist der Richtige. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Erster Kessel. Kann ich hier gegentreten? Nein. Schade. Genau aufpassen, was wir hier finden. Oh. Mehr nicht? Hallo? Hab gegen dich getreten. Okay, das Ding sitzt fest übrigens. Geht doch. Tritt erstmal dreimal gegen, ey, bis da irgendwas passiert. Das ist jetzt komplett unnötig. Warum verarscht ihr mich, Jungs? Was habe ich... Oh. Ich wollte schon sagen. Okay. Und noch mehr von den Dingern. Wo bringt mich das hin? Ach komm, ich bitte dich. Muss das denn sein? Das ist für uns beide, ich weiß, eine schwere Situation. Du musst mich töten, ich muss dich töten. Na, komm doch her. Aber ganz ehrlich, was haben wir davon? Nichts. Du bist tot und ich habe einfach nur Zeit verschwendet. Oder ihr seid tot. Sorry. Ich hätte euch mit ihr ansprechen sollen, ich weiß. Aber merkt ihr nicht, dass das vielleicht Sinn ergibt? Haut rein, Jungs. Haut rein. Mann, 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 Mann.
Hier ist einfach mal nix. Ich hasse euch alle. Ich hoffe, ihr schmort irgendwann eines Tages in der Hölle. Einfach nur für das, was ihr mir angetan habt. Kann ich dich bewegen? Nein. Ach komm, jetzt bin ich im nächsten Raum. Was hat denn der Raum davor gebracht? Warum habe ich da alles ausgestellt? Nur um jetzt hierher zu kommen und festzustellen, dass ich hier alles ausstellen soll, oder was? Ich kriege hier die Krise gerade. Ich kriege hier richtig die Krise. Also wenn ich jetzt einen Nervenzusammenbruch bekomme, dann wegen diesem Spiel. Einfach nur, weil dieses Spiel mich zu... Es treibt mich an, einfach nur wütend zu werden. Ich möchte einfach nur irgendwelche Sachen zertrümmern. Irgendwo hingehen und einfach nur... irgendwo gegentreten. Darauf habe ich jetzt Bock, weißt du? Ich gehe gleich raus und suche mir eine schöne, stabile Wand und tritt dagegen, bis mein Knochen gebrochen ist. So einen Hass habe ich. Na, jetzt kommen auch noch Gegner, aber zum Glück nur langsam. So, übrigens nach dieser Folge, wenn wir immer noch nicht den Ausweg gefunden haben, dann werde ich mir fucking nochmal die Komplettlösung durchlesen, damit ich weiß, wie es weitergeht. Es bringt doch gar nichts, hier zu sein, oder? Das ist doch alles Schwachsinn, ey. Das ist doch einfach alles Schwachsinn. Ich wette, wir müssen den Knopf da unten drücken, damit das Ding hier oben ausgeht. Wette ich mit euch. Nur weil da scheiß kein Fahrstuhl existiert. Was haben die mit dem Fahrstuhl gemacht? Aufgefressen oder was? Ich muss einfach nur genau auf Leitern achten. Was soll dann da noch schief gehen, ne? Freunde. Ja, wenn ich hier rüberlaufe, bringt mir das einen Scheiß, ne? Ich kann mich dagegen stemmen. Ist das möglich, dass ich trotzdem weiterkomme? Quasi ercheatet. Vielleicht hier eine Leiter? Versuchen es doch mal. Das wird nix, das wird nix. Ach, das ist doch scheiße. Ich hasse dich. Großer Stab, ich hasse dich. Ein Glück, dass ich das damals nicht zu Ende gespielt habe. Sonst wäre ich heute ein ganz anderer Mensch. Sonst hätte ich wahrscheinlich Leute bei dem kleinsten Pieps zusammengeschlagen. Ach, come on. Nein, nicht darunter gehen, bitte nicht. Das hat doch keinen Sinn. Da waren wir schon fünfmal. Es muss da unten irgendwo einen Knopf geben. Nichts, ey. Was hat das Ganze für einen höheren Sinn? Warum laufe ich jetzt hier durch? Hier ist nichts. Was das soll, weiß ich auch nicht. Verreckt! Ja, Freunde, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Ich guck nach und ich habe keine Nerven mehr dafür. Ich hab einfach nicht die... Hat da jemand gefurzt im Spiel? Ich habe einfach nicht mehr die Nerven dafür. Ich höre jetzt schon Furzlaute in Spielen. Und das ist alarmierend, muss man sagen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.